Herzlich willkommen zum nominierten Abend zum 71. Deutschen Filmpreis. Shooting ist ein großes Thema und dass wir die Idee hatten, das mit den E-Bussen hier vorzufahren, ist ganz toll. Ich freue mich heute Abend am meisten auf Lorna. Lorna Ishema, die nominiert ist als erste schwarze Frau. Die Filme sind einfach sehr, sehr gut. Absolut. Alle Leistungen dieses Jahr sind einfach überragend. Alle hätten es verdient. Was so toll ist beim Deutschen Filmpreis, dass man das Gefühl hat, dadurch, dass Nachhaltigkeit so ein wichtiges Thema ist, geht man nicht auf ein Event, wo einfach überall nur Pappbecher liegen und es wird alles so gewastet, sondern da sind einfach Menschen dahinter, die sich Gedanken machen, dass wir ja heute nicht die ganze Welt verschwenden. Mir bedeutet das ganz viel, weil ich das Gefühl habe, auch so in der ganzen Branche wird es jetzt immer diverser und auch nicht nur sozusagen mundpropagandamäßig, sondern es wird jetzt auch umgesetzt und deswegen bin ich total froh, auch so Teil des Programms zu sein, auf der Bühne zu sein. Ich wollte gerne nominiert werden für die Rolle. Der 71. Deutsche Filmpreis live aus Berlin. Kino ist König, du sitzt wie auf dem Thron, auch wenn's keiner glaubt, du bist Kino-Nation. Kino ist die Revolution, auch wenn's keiner... Ich will unbedingt, dass meine Figuren gesehen werden. Liebe Senta, für uns bist du eine Löwin. Kino ist die Revolution, auch wenn's keiner glaubt, wir sind Kino-Nation, yeah. Kino ist König, du sitzt wie auf dem Thron, auch wenn's keiner glaubt, wir sind Kino-Nation. Kino ist die Revolution, herzlichen Dank. Auch wenn's keiner glaubt, wir sind Kino-Nation. Kino ist die Revolution. Jetzt, wo die Kinos wieder geöffnet haben, da brauchen wir starke, mutige Filme. Jetzt bin ich doch echt gerührt. Ich bin total erleichtert. Das ist natürlich schon eine super Anspannung, da zu sitzen und zu hoffen, dass der eigene Name fällt. Es fühlt sich grandios an. Also ich bin völlig immer noch überwältigt. Es ist einfach großartig. Ich freue mich so für den Film und für die Menschen, die in diesem Film zu sehen sind. Es ist einfach so wunderbar, hier mit so vielen Leuten in einem Saal wieder zusammen zu sein und das, woran wir alle so gearbeitet haben, so feiern zu können.